Am vergangenen Donnerstag öffnete im Kulturhistorischen Museum ein weiterer Abschnitt der Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt seine Pforten. Mit der neuen Abteilung können nun über 500 Jahre Stadtgeschichte auf ca. 600 Quadratmetern dargestellt werden. Der Titel der neuen Abteilung heißt Magdeburg, die Geschichte der Stadt von 1524 bis 1815. Das heißt, es handelt sich um den Zeitraum von der Annahme der Reformation hier in Magdeburg bis hin zu dem Ende der Befreiungskriege. Und nun ist es aber soweit. Nun haben wir wenigstens auf einem guten Weg und eine gute Strecke die ganze Neuzeit von der Reformation bis zur Landeshauptstadt Magdeburg, ja fast heute, zur Anschauung gebracht, erzählen die Geschichte mit musealen Mitteln. Aufgabe sei es, das historische Gedächtnis der Stadt zu bewahren und zu erforschen. Die Dauerausstellung ist auch als Bildungsangebot zu verstehen. Es richtet sich an Schüler und Erwachsene. Über diese Aufgabe, die wir haben, diese Objekte zu bewahren und zu erforschen, hinaus geht dann ja auch die Aufgabe, das zu artikulieren, darzustellen, also die Geschichte dieser Stadt auch präsent zu machen, und zwar in einer statischen Form. Das Thema Dauerausstellung stand in der Vergangenheit immer im Schatten der großen Europaratsausstellungen. Aber schon in früheren Sonderausstellungen wurde auf die jetzige Dauerausstellung vorausgeschaut. Was ich sehr erfreulich finde, die alten Funktionszusammenhänge des Gebäudes werden respektiert, ja, sie werden auch bewusst aufgenommen. So wie hier dann demnächst das Mittelalter mit im Säulensaal inszeniert wird, so schaut Ihnen dann in dem Abschnitt Reformation die sogenannte Michelangelo-Gruppe über die Schulter. Das sind große 1:1 Gipsamtformen aus der Gründerzeit des Museums von Michelangelo-Skulpturen, allen voran der mächtige Moses, eine große Skulptur gedacht als Grabmal oder als Denkmal für Papst Julius II. Und diese Renaissance-Figurengruppe, die passt natürlich wunderbar in die Anfänge der Reformation, hier auch in Magdeburg. Schließlich war es ja Luther, der humanistische Bildung und die alten Sprachen im Zuge der Neuentdeckung des antiken Bildungskanons auch aufgriff und nutzbar machte für seine Bibelübersetzung. Frau Köster sprach an, dass wir auch die neuen Medien einsetzen. Nun komme ich mir schon etwas komisch vor, weil ich ja nun gerne im Museum arbeite, weil ich gerade nicht am Netz hänge, sondern mit den originalen Zeitzeugnissen und Kunstwerken zu tun habe. Es gibt aber natürlich einfach unüberwindliche restauratorische Bedenken. Wir können nicht die alten Flugschriften auslegen zum Beblättern, die alten Stiche ins Licht hängen. Und da haben wir eben darüber nachgedacht, wie machen wir es dann. Und gab es in der Tat eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Herrn Radke und seiner Firma Stromauf. Und wir können jetzt diese Handschriften, Kupferstichporträts, Stadtpläne, sonstige Papierobjekte, Urkunden, ne, das Verdikt Karls V. aus dem Landeshauptarchiv, als Magdeburg in die Reichsacht getan wurde, das können Sie jetzt am Tablet-PC beblättern. Die Ausstellung kann zu den gewohnten Öffnungszeiten des Hauses besucht werden.